Es sind nach meiner Sicht zwei Faktoren, die derzeit die Märkte so volatil und nervös machen. Es ist eine ziemlich toxische Kombination. Einerseits aus Fed-Angst, also der Angst, der vor einer deutlichen und schnellen und heftigen Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank Fed auf der einen Seite, und dann ein mechanischer Prozess aufgrund dieser Angst, der jetzt wegen des heutigen Verfalls stattfindet. Da sind viel Volumina in Optionen der Fall, da sind Market Maker im Spiel, und diese Kombination führt dazu, dass wir teilweise schöne Dips wieder nach oben sehen, dass wir also Erholungen sehen, aber die werden dann regelmäßig abverkauft. Das ist ein Muster, das wir immer wieder sehen, vor allem zum Handelsende wird abverkauft, so wie gestern, als wir ja schon sehr, sehr deutlich im Plus gewesen waren, als die Wall Street aufgemacht hat, und dann ging es zum Handelsende richtig bergab, und wir wollen uns die Chance mal anschauen. Sieht alles nicht dramatisch aus. Nasdaq minus 1,3%, Dow 0,89%, S&P 500 minus 1,1%. Aber man muss wissen, der S&P war schon 1,5% im Plus. Das heißt, das sind heftige Bewegungen. Wir haben bei Dow Jones zwischen Tageshoch und Tagestief eine Range von 800 Punkten. Das ist jetzt nicht so schlecht. Und wir sehen, dass viel Volumen im Spiel ist. Wenige Aktien gestiegen, 81 an der Zahl. Das Volumen relativ bescheiden bei diesen Aktien, die gestiegen sind. Das Volumen bei denjenigen, die gefallen sind, dagegen sehr, sehr heftig. Also es geht richtig zur Sache, und wir sehen hier nochmal, was ich vorhin angesprochen habe. Die Vorkommnisse, wenn der S&P 500 Intraday 1,5% im Plus war und dann noch mehr als 1% im Negativen geschlossen hat, das passiert sehr, sehr selten. Das ist nicht gerade mal täglich. Und jetzt kommen natürlich Stimmen nach oben, pushen die Medien Einschätzungen, bärische Einschätzungen etwa von Investor Jeremy Grantham, der sagt, ja, die Amerikaner sind, die US-Aktienmärkte generell sind in einer riesigen Blase, und der S&P 500 wird 50% crashen. Kann man nicht ausschließen. Und es gibt natürlich einen Faktor, der hier eine Rolle spielt. Die amerikanischen Unternehmen, die an den Börsen notiert sind, die sind so dermaßen gehebelt. Warum? Weil sie unter anderem Schulden stark aufgenommen haben und weil sie ihre eigenen Aktien zurückgekauft haben. Die liegen nun in der Bilanz. Die müssen dann, sollten die Aktienmärkte fallen, natürlich auch wertberichtigt werden. Dementsprechend ist die Leverage extrem hoch, viel höher als in der Tech-Blase oder etwa im Umfeld der Finanzkrise. Und das macht die ganze Geschichte natürlich anfällig, wenn ich jetzt eine geldpolitische Wende habe, wenn letztendlich eben Bilanzqualität wieder eine Rolle spielt. Und Bewertungen und Bilanzqualität ist das, was eine Rolle spielt, wenn der Liquiditätszunahme vorbei ist und die Ebbe eintritt. Und so sehen wir, dass jetzt etwa die Privatinvestoren in den USA, die gekauft haben, gekauft haben, gekauft haben in den letzten Wochen, Monaten, wenn nicht gar Jahren, vor allem seit Beginn der Corona-Krise, sehen wir, dass die jetzt das erste Mal richtig auf den Verkaufsknopf drücken. Die sind wahrscheinlich noch dick im Plus mit ihren Positionen und merken jetzt, oh, jetzt wird es ein bisschen anstrengend. Wir haben gestern übrigens gesehen, auch das erste Mal in 20 Jahren, dass der Nasdaq Intraday über 1% im Plus war und dann doch wieder mindestens minus 1% zum Vortag geschlossen hat. Insgesamt für den Nasdaq und für die Small Caps im Russell 2000 der schlechteste Start seit dem Jahr 2009. Oben sehen wir in dem Chart gleitende Durchschnitte, jetzt sind ziemlich rasiert worden. Auf der anderen Seite sehen wir unten beim Nasdaq Composite, dass wir uns jetzt einem Niveau nähern, das wichtig ist, das oft ein Top war. So im letzten Jahr, dass jetzt nochmal Unterstützung bieten sollte. Und das ganze Chaos oder diese ganze Nervosität wurde durch die Zahlen von Netflix gestern nachbörslich nicht gerade kleiner. Die Aktie ist der phasenweise 20% dann im Minus gewesen. Nicht nur die geringere Zahl an Neuabonnenten war es, die hier die Aktionäre oder die Investoren ein bisschen verschreckt hat, sondern vor allem die Aussage von Netflix, dass die Competition, der Wettbewerb so stark zugenommen hat. Disney, wie sie alle heißen, die sind voll am Start, und das
Ja, nimmt dir sozusagen dann natürlich das Potenzial auch für Netflix. Das ist ein richtiger Knaller gewesen gestern Abend. Und insgesamt sehen wir hier diese Nervosität. Ausbruch des WIX nach oben über den Abwärtstrendkanal. Wir sind allerdings oben im RSI schon ziemlich hoch, sind also schon ziemlich, am Anschlag, könnte man sagen, dass da der WIX ein bisschen zurückgeht und sich die Aktienmärkte infolgedessen dann erholen. Wäre jetzt nicht wirklich etwas Ungewöhnliches, bleibt aber dabei, dass dieser Abwärtstrend vorläufig erstmal gebrochen ist und dass wir bei den großen US-Indizes Trendbrüche haben, gleitende Durchschnitte praktisch unterboten haben. Also die Charts sind, ich will nicht sagen kaputt, aber sie sind sehr, sehr schwer angeschlagen und das dürfte auch der Fall sein, wenn der Verfall dann vorbei ist und wir möglicherweise aufgrund des vorbeigegangenen Verfallstags dann wieder ein bisschen Aufwärtsmomentum haben. Hier sehen wir mal den Russell 2000, ja, ein sehr breit gefächerter Index, da sind Nebenwerte drin, da sind aber auch Dickfische drin. Hier sehen wir, wie der jetzt aus seiner Sideways-Range, die er im Grunde seit gut einem Jahr hat, scheinbar nach unten ausbricht. Wir sind jetzt in einer Situation, wo wir immer wieder die Erholungen unter kleinem Volumen gesehen haben, die Abverkäufe dagegen unter sehr großem Volumen. Und jetzt sind wir auch beim S&P 500 unter der 4500er Marke gewesen. Jetzt sagt hier ein Analysehaus, ja, hier ist Potenzial für einen Move mindestens bis 4320. Und man bemerkt eben hier auch diese Gap-Ups, die wir in den letzten Tagen gesehen haben. Also die Märkte eröffnen mit einem Gap nach oben oder die US-Indizes und dann geht es doch wieder ziemlich runter. Das seien bärische Signale, auch wenn wir uns hier mal anschauen, hier die letzte Stunde des Handels ist einer der schlechtesten in den letzten Jahren, was wir derzeit jetzt im Januar erleben. Also die Stunde zwischen 21 und 22 Uhr deutscher Zeit, die letzte Handelsstunde des Kassamarktes, da geht es oft richtig zur Sache. Und wie Biesburg eben bemerkt, also wir haben oft bis eben diese Aufwärtsgap, dann geht es aber dann immer weiter nach unten tendenziell. Das ist das bisherige Muster. Heute Nacht ging es dann deutlich nach unten, Yen nach oben, so eine Art sicherer Hafen in Anführungszeichen, der Dollar nach oben, Öl gefallen dagegen, Renditen gefallen. Equities gefallen, also die Futures oder die Indizes gefallen. Hier sehen wir auch Öl dann ziemlich deutlich unter Druck. Die 10-jährige war stationär auf 1,77% runter. Wir sehen Nasdaq Future, wir sehen Bitcoin dazu gleich mehr, sehr deutlich unter Druck. Und wir sehen unten hier mal die Relation Gold zum S&P 500. Wir sehen, dass da Gold deutlich nach oben ausgebrochen ist. Gold hält sich super gut, ist sogar im Aufwind. Macht seit ein, zwei Tagen jetzt nicht mehr viel, aber ist eben bei dieser 1840er Marke. Und hier auch sehr interessant, wie ich finde, der Vergleich zwischen den Tech-Giganten auf der einen Seite, also eine Apple, eine Amazon, eine Google, eine Gesichtsbuch, wie sie alle heißen, und hier in Relation zum S&P 500 sehen wir oben Meta, also Gesichtsbuch, hält sich so einigermaßen hier die Linie praktisch, ist der gleitende Durchschnitt in Relation zum S&P 500, also Meta noch ganz ordentlich, dann kommt Apple, ist sogar noch über dem gleitenden Durchschnitt, aber dann wird es immer schlechter, dann sehen wir eine Google, dann sehen wir vor allem eine Microsoft, die da sehr schlecht performt hat, jetzt ein bisschen wieder aufholen kann. Und unten, ganz unten sehen wir Amazon, die doch deutlich angeschlagen wirkt. Wir sehen also, dass die Dickfische mit Ausnahme von Apple hier ein kleines Problem offenkundig bekommen. Die performen jetzt nicht mehr so gut, reißen den Gesamtmarkt nicht mehr raus. Und das ist ja die große Gefahr für die Märkte insgesamt. Selbst wenn jetzt 480 Aktien aus dem S&P 500 steigen, wenn diese Dickfische fallen, dann wird der Index ins Minus gedrückt. Und so sehen wir, dass der S&P 500 jetzt sich seinem 200-Tages-Durchschnitt nähert. Darauf achten die Amerikaner, auf diesen 200-Tages-Durchschnitt. Das ist für die wirklich ein großes Kriterium. Und wir sehen den tiefsten RSI seit dem März 2020, also seit dem Corona-Crash. Sven Hendrik bemerkt hier, also wenn die ganze Geschichte so weitergeht, dann wird die US-Wirtschaft in eine Rezession fallen, ohne dass die Fed ein einziges Mal auch nur die Zinsen angehoben hat. Alleine die Angst offenkundig ist es, die derzeit eben hier etwas bewirkt. Und wir haben jetzt diese massive Divergenz zwischen der Fed, die voll auf die Bremse treten will, auf der einen, und den chinesischen der chinesischen Notenbank auf der einen anderen Seite, die voll aufs Gaspedal geht. Jetzt hat die PBOC, also die chinesische Notenbank, die Banken aufgerufen, mehr
Kredite an Firmen und Haushalte zu vergeben. Man will also jetzt Kreditwachstum wieder stimulieren. Und die Frage ist, wie geht das zusammen? Wie passt diese Divergenz zusammen? Wir sehen, dass aufgrund der ultra-dovischen Haltung jetzt der chinesischen Notenbank etwa Metalle steigen, auch Rohstoffpreise gestiegen sind. Das wiederum bringt die Fed unter Druck, wenn dann die Preise steigen. Muss sie darauf reagieren? Was wird die Fed machen? Dieser Kommentar sagt, die Fed wird ihren Kurs aufgeben irgendwann, und das kann durchaus passieren, dass die Fed irgendwann Angst kriegt und sagt, haben wir alles nicht so gemeint, aber das dürfte noch ein bisschen dauern, soweit sind wir noch nicht. Hier unten sehen wir Xiaomi. Hier hat man jetzt sich Gedanken gemacht über eine Digitalwährung, über den digitalen Dollar. Alles noch relativ defensiv formuliert. Apropos digital, hier sehen wir Bitcoin, Ethereum. Sehr, sehr schwer unter Druck. Weniger, weil die Russen einen Krypto-Bann jetzt erlassen haben. Das ist gestern schon passiert. Da hat Bitcoin und Co. nicht großartig darauf reagiert. Aber wir sehen diese Korrelation zwischen Bitcoin und etwa Tech-Aktien. Die ist durchaus derzeit sehr, sehr hoch. Und meine These ist, all das sind Liquiditätsassets. Hast du viel Liquidität durch die Notenbanken, geht es nach oben. Wird diese Liquidität eingeschränkt, geht es nach unten. Da kann man mir von Wertspeicher erzählen, was man will. Das ist als Zahlungsmittel Bitcoin halt nicht wirklich geeignet. Dementsprechend ist es praktisch nur ein Asset, an das möglichst viele Leute glauben müssen. Wenn aber das Geld nicht mehr so locker sitzt, dann schwindet auch der Glaube. Das ist das, was man aus der Erfahrung sieht. Apropos Glaube. Gestern interessante Aussagen von Finanzministerin Yellen, die gesagt hat, also ja, die Inflation ist mehr gestiegen, als die Wirtschaftswissenschaftler erwartet haben und ich auch erwartet haben. Und warum sollten wir jetzt dir glauben, dass die ganze Geschichte wieder zurückgeht mit der Inflation? Wir sehen jedenfalls, dass die Markterwartungen für Zinsanhebungen zuletzt wieder gestiegen sind bei den Anleihemärkten. Und wenn wir jetzt zum aktuellen Geschehen nochmal kommen, heute der Verfall, 3,3 Billionen stehen hier praktisch an. Da sind vor allem Indexoptionen, aber Single Stock Options, also Optionen auf Tesla und wie sie alle heißen. Und unten sehen wir nochmal diesen Prozess. Die Market Maker, die verkaufen diese Optionen an die Kunden, meistens Call Optionen. Jetzt nähern wir uns dem Verfall. Die Market Maker haben sich abgesichert, etwa für den Fall, dass eine Tesla Aktie steigt, wenn alle da auf Long spekulieren. Dementsprechend hat man die Aktie physisch gekauft, kann jetzt zum Verfall hin, kann man diese Absicherung auflösen. Das heißt, die Tesla-Aktie wird physisch verkauft. Jetzt nur mal als Beispiel. Das alles ist hier wunderbar in dieser Grafik unten dargestellt. Und natürlich sind wir jetzt mit einer ziemlich bärischen Stimmung konfrontiert. Hier hatte ich gestern schon gezeigt, AAII, Investor Sentiment, so bärisch wie seit Mitte 2020 nicht mehr, also seit 1,5 Jahren nicht mehr. Unten sehen wir etwa den SOX, Semiconductor Index, der geradezu kollabiert ist und jetzt eben auf eine Unterstützung bald trifft. Und das dürfte für die Märkte, das dürfte für den Nasdaq insgesamt gelten. Hier sehen wir nochmal einen Auslöser des gestrigen Abverkaufs, war die Meldung, dass die Amerikaner NATO-Mitgliedern erlauben, jetzt Waffen in die Ukraine zu verkaufen oder praktisch hier die Ukraine zu unterstützen. Dann bums, ging es dann ziemlich drastisch nach unten bei den Märkten. Aber wie hier Spot Gamma zeigt, wir haben jetzt eben die Situation, dass dieser Bruch wichtiger Marken beim S&P 500 dann eben gerade im Bereich der Indexoptionen die Market Maker gezwungen hat, Puts sich zuzulegen, um sich auf die Unterseite abzusichern. Wenn dieser Verfall vorbei ist, dann ist so Spot Gamma, und dieser Einschätzung würde ich mich anschließen, wahrscheinlich Anfang der nächsten Woche wieder ein Bounce zu erwarten. Aber übergeordnet sind die Charts sehr, sehr angeschlagen, wie ich vorhin schon gesagt habe, am Mittwoch dann das Ergebnis der FED-Sitzung, also da wird viel Action sein. Und eins ist auffällig, aufgrund dieser divergierenden Geldpolitik laufen chinesische Aktien jetzt plötzlich besser als amerikanische. Das war ja zuletzt ganz anders. Wie das genau aussieht, wo möglicherweise jetzt die guten Chancen und die Risiken liegen, das können Sie in diesem Artikel sehen. China-Aktien folgt auf den Absturz, das große Comeback, da wird mal der US-Aktienmarkt mit den chinesischen Indizes respektive Aktien verglichen. Hochinteressant, möchte ich anempfehlen unter dem Video und wünsche jetzt das Allerbeste. Wir sehen uns hoffentlich heute Abend zum Marktgeflüster. Ich sage Servus und ciao.